Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Gemüse und mehr. Au contraire. Ja? Wir sind nicht bei Gemüse und mehr, wir sind bei der Grillshow. Okay, dann willkommen bei der Grillshow. Aber ich bin der Macher. Genau. Dann zeig uns mal, wie du Quesadillas machst. Ja, ich zeige euch, wie das geht. Aber zuerst zeige ich euch hier die Zutaten hier. So, hier haben wir drei verschiedene Sorten Teig. Professor Tels erzählt einmal etwas dazu. Drei verschiedene Teigsorten. Hier haben wir einen Teig mit Masaharina. Das ist ein Maismehl, das aus Brasilien kommt. Das ist ein Masaharina-Mehl, welches original aus Mexiko kommt. Und hier haben wir für euch einen Hybrid gebastelt aus Weizenmehl und aus dem mexikanischen Masaharina. Für die Leute, die vielleicht das Maismehl nicht ganz so gerne haben, aber so ein bisschen in die authentische Richtung gehen wollen. Und hier sind die weiteren Zutaten hier. Das ist Käse, Koriander, das ist Petersilie und Frühlingszwiebeln oder Schnittlauch genannt. So, wir haben euch etwas mitgebracht, direkt aus Mexiko, eine Tortilla-Presse. Und damit werden wir jetzt die Tortillas machen. So, und ihr seht, hier ist diese Beschaffenheit der Presse. So, und damit das jetzt nicht so eine heilende Sauerei wird, lege ich etwas Folie dazwischen. Man kann, der Gemüsemann hatte auch gerade eine tolle Idee, man kann es sowohl mit Backpapier machen, als auch mit dieser Folie machen. Die habe ich jetzt schon zurechtgeschnitten. Ja, und dann nehmen wir uns einfach mal hier so eine Kugel. Wir fangen jetzt hier mal mit dem brasilianischen Masaharina an. So etwa eine Golfballgröße, die nehmen wir uns hier ab. So, und was wir jetzt noch machen ist, wir packen mal eben noch so einen Tropfen Öl in die Schicht. Ah, zauberhaft, du bist der Tortilla-Mann mit der Gemüsemann da. So, würdest du hier auch noch mal ein bisschen Tropfen Öl drauf machen für alle Fälle? Klar, guter Tropfen ist immer gut. Ja, Goethes Faust, steter Tropfen ölt den Stein. So, dann geben wir uns mal Mühe. Wir haben es natürlich reziprok aufgebaut. Das muss natürlich so sein. So, und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. So, einmal sanft andrücken. Und ihr seht, die Presse hat gearbeitet. So, hier haben wir unseren ersten Tortilla. Ihr seht, die Folie geht wunderbar ab durch das Öl vom Gemüsemann wunderbar gemacht. Hier haben wir die Pfanne schon vorbereitet. Wie ihr seht, habe ich die Kirsche übernommen. Wurde auch Zeit. Hey Johnny, da bist du ja endlich. Schön, dich zu sehen. Ja, gib mal her den Lappen. Mal sehen, was wir mit zaubern können. Einfach rein ins Fett, würde ich sagen. Und umgeklappt. Das Fett, das Plastik nehmen wir ab. Bisschen Schwenkomat 5000. Während der Johnny die erste Tortilla backt, werde ich jetzt die zweite vorbereiten. Diesmal mit der Masaharina direkt aus Mexiko. So, es ist noch alles eingeölt, deswegen brauchen wir das jetzt diesmal nicht zu machen. So, hier, da drückt der Professor da nochmal drauf hier. Pressomat 5000, er scheint gezündet zu haben. Er muss das nur ein bisschen abfummeln hier. Und dann, plata, ein platter Lümmel. Geht auch mit zwei dicken Büchern. Und hier, ihr seht, ich kann es wenden. Ganz genau, schön ein bisschen anknuspern von beiden Seiten. Und dann können die erstmal zur Seite gelegt werden. Und da kommt schon der nächste Lümmel reingeballert. Ja, ganz genau. Und nur für euch, meine lieben Zuschauer, gibt es jetzt eine Weltpremiere, weil das hier ist eben unser Hybridteig, den wir gemacht haben aus mexikanischer Masaharina und Mehl. Und ob man den überhaupt in dieser Presse fahren kann und vor allen Dingen auch aus dieser Presse rausbekommt, wir legen den jetzt mal hier so ein. Und dann für alle Fälle packe ich noch einen Tropfen Öl drauf, damit wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, den Teig auch wirklich rauszubekommen. So, das habe ich jetzt hier gemacht. Ich drehe den mal. Hier packe ich auch noch ein bisschen was von dem Öl drauf. Und dann schauen wir mal, ob ich den überhaupt da rausbekomme, weil normalerweise man diesen Teig ausrollen muss. Aber vielleicht klappt es ja auch in der Presse. Ihr seid live dabei. Wir haben es wirklich noch nie getestet. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. So, der
läuft im wahrsten Sinne wie geschmiert. Und Johnny Grillmeister wird das gleich backen können. Und hier backe ich es auch schon. Guck mal, na, wie sieht das Ding denn aus? So, hier schon besser geworden. Jetzt den nächsten da reinklatschen. Ohne Plastik, Freunde. Und dann einfach mal ein bisschen Vendomat 5000. Ah, sieht gut aus. Hier sind sie alle drei. Und hier sind sie, die ganzen verschiedenen Teigwaren. Drei Stück an der Zahl. Hier ein bisschen netter, hier ein bisschen weicher geworden und da hinten ein bisschen knuspriger. Ja, müsst ihr mal selber sehen, wie es euch kommt. Aber ich gehe mir jetzt erstmal ein Bierchen zünden. Ist eh nur Teig. Das ist eine gute Sache, weil so ist das eine verdammt trockene Angelegenheit. So, ich fange natürlich mal an mit dem Probieren. Das ist der Tortilla, den wir zuerst gebacken haben. Oh, was riecht das ja so gut? Oh, da ist ja der Gemüsemann, dann gesell dich zu mir. Komm, das ist, der, das ist die Tortilla, die wir zuerst gebacken haben, aus Masa Harina aus Brasilien. Dann lass uns die mal eintauchen hier und probieren. Wozu mal, ey, krass, ja, ich bin ja auch der Geschmacksexperte. Schmeckt sogar ohne Soße. Das war Tortilla Nummer 1. Masa Harina aus Brasilien. Ja, dann könnten wir eigentlich die zweite Teigvariante schon probieren. Masa Harina aus Mexiko. Mhm. Schmeckt ganz anders, viel intensiver. Und das schmeckt auch lockerer, ja. Mhm. Ganz anderer Maisgeschmack. Also, deutlich besser als der erste. Jetzt probieren wir das mit. Ja. Mhm. Sehr authentisch. So, kommen wir zum letzten. Hier, bitte mal lieber. Das ist der Hybrid aus Dinkelmehl und Masa Harina. Schmeckt auch ganz gut. Weich und geschmeidig. Ja, nicht ganz so intensiv und ist geschmeidiger als der andere. Ja. Also bin ich froh, dass wir diese Weltpremiere hier bei der Grillshow gemacht haben. Und diesen Tortilla widme ich natürlich auch der Grillshow. Mit dem werden wir bestimmt noch ein paar Mal experimentieren. Das schmeckt hervorragend. Das schmeckt hervorragend. Ich habe nicht genug davon bekommen. Also mein Favorit ist auf jeden Fall da hier. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Die Nummer 3 toppt alles. Ja, lecker. Alles gut, Tasche. Man kann ihn kaum bremsen. Ich lasse alles auf. Ja. Den verrückten grünen Mann. Wo bleibt der Johnny eigentlich mit dem Bier? Ja, dann bereiten wir einfach in der Zwischenzeit weiter die Quesadillas vor. Allerdings dann nur mit dem Hybridteig. Und ich werde das alles auflassen. Ich verschwinde, bevor Frau Johnny wieder kommt und mich schlägt. So. Die Tortillas sind fertig. Und wenn ich mir das so angucke, muss ich die erstmal testen. Und dazu habe ich hier natürlich was aufgebaut. Und hier habe ich das Bacomat 5000. Nach eingehender Analyse komme ich zu dem Entschluss, das muss noch baconisiert werden. Und jetzt kommt der Einspieler. Bei der Macht vom Bacon! Ich habe die Kraft! Ganz genau, während hier Bacon angelunzt wird, sieht schon mal ganz gut aus. Normalerweise mache ich das selber, aber ich habe hier zu tun. Ich habe hier ein bisschen Grünzeug, ein bisschen Cheddar-Käse,
noch mehr Grünzeug und noch mal Grünzeug. Und das tue ich hier alles rein hier. Ganz genau, überall so ein bisschen reinschütteln. Das Rezept für diesem Grünzeugzeug, das grüne Zeug, ist unten in der Infobox natürlich. Ihr klappt auf und seht, was das Grüne ist für ein Zeug. Oh, Johnny, du bist aber groß geworden, meine Güte. So, ich habe dir den Bacon mitgebracht und jetzt bauen wir Quesadillas. So, die Lappen da hinlegen. Ja, machst du schon grundsätzlich die Käsemischung hier. So, draufpacken. Da würde ich mal sagen, da fehlt noch ein bisschen Bacon, ne? Weil sonst wird das ja ein richtig fleischloses Rezept, Freunde. Da ist ja schon der Bacon. Ein Glück. Legt der Junge das drauf hier. So, dann wieder ein bisschen Käse drauf. Und dann den nächsten Lappen drauflegen. Ganz genau, ist so ein kleines, also man könnte dieses Rezept als kleine Leckerei bezeichnen. Ist natürlich kein Hauptgang, ihr seht ja, da fehlt der Braten oder so, oder die Currywurst, ne? Ist ja ganz klar. Und hier, Bacon drauf. Denn so schmeckt es natürlich am besten, weil man will ja ein bisschen Biss haben im Biss, ne? Man beißt rein und da soll nicht einfach durchgehen wie Butter, sondern so einen kleinen Widerstand, wie so einen kleinen Baconstreifen hätte man natürlich gerne. So, und wenn man das hier alles da voll portioniert hat, jetzt mache ich mal wieder weiter hier, dann geht das auch ein bisschen fixer. So hat man so einen Turm des Glücks, da macht man irgendwie ein paar Bacon-Dinger im Kreuz rum und ja, das kommt jetzt gleich so auf den Grill, würde ich sagen, ne? Runter damit, Baby. So, mal gucken, ob wir das irgendwie abgezogen kriegen. Der Heber. Und dann packt man das in die Mitte von einem Hitzschild. Quasi das Eisendeckel-Ding. Nochmal einen kleinen Aquavit zur Lebensverlängerung. Zum Wohl, liebe Zuschauer. Ah, sehr gut. Jetzt kommt's mal runter vom Grill. So, das ist der kleine Lümmel hier. Jetzt wirklich nur ein Snack für euch, Freunde. Man schaufelt mit der Hand drunter, also mit dem Stiel und von hinten die andere Hand. Und da ist das Gefährt. Sieht zwar nicht nach viel aus, aber es wird euch den Magen springen, wenn ihr das komplett essen würdest. Der Bacon Cheese Quesadillas Tower. Rezept natürlich in der Infobox, Boys and Girls. Ballert euch rein, ihr seht. Da knuspert es ab. Und so hoch ist er. Genau, und jetzt sehen wir mal an, diesen Lümmel. Man kann auch so Kuchenscheiben abschneiden hier. Seht ihr das? Halbierung hat 5000. Wow! Hey, da ist er schon! Die einzelnen Schichten sind perfekt zu erkennen, so muss das sein. Komm hier auch noch mal durch. So, dein Stückchen. Und jetzt kommt meins. So. So, jetzt probieren wir einfach mal hier, Kamerad hier. Auf jeden Fall. So. Ab in den Hals, würde ich sagen. Prost erstmal. Prost. Und Käse ballert ganz gut rein. Der Bacon, nicht zu verachten, Freunde. Ich würde mal sagen, es zündet. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Mmh. Ein köstlicher Lunser, den kann man auch gut in eine Salsa dippen. Nicht wahr? Auf jeden Fall. Ballerst hier rein, Junge. So. Ich probiere auch noch mal mit Soße. Schmeckt immer alles besser. Das ist auch in diesem Fall wieder der Fall. Zünden! Ein scharfes Söschen ist nicht zu verwechseln mit einem nicht scharfen Söschen. Also ballert euch rein mit Söschen und dem Schäfchen. So, Freunde, lasst den Daumen nach oben brennen. Ganz genau, Professor Taste war mal wieder im Land. Ja, manche gefallen der Klugscheißer-Modus nicht, aber mir schon, aber ist ja auch egal.
Also, lohnt es euch rein. Bis bald, Freunde. Zünden!